So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Weiß Together und mir wurde von dem guten Kodo gesagt, ich soll doch mal ein bisschen trainieren gehen, weil er zwei neue Pokémon hat. Eins davon liegt noch auf der Box, was ich mitbekommen habe. Nämlich kommt jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, kommt Klaus aus dem Team, was eigentlich ein bisschen schade ist, weil er sich gerade alles entwickelt hat, aber mein Gott, das ist jetzt weniger der Verlust. Wir haben schon ein Flug-Pokémon, das ein bisschen stärker ist. Dennoch, ich werde hier erstmal kurze Unterbrechung machen, offscreen ein bisschen trainieren. Wir sehen uns dann ungefähr an dieser Stelle gleich wieder. Was ich mitbekommen habe, kommt ein Gelatini ins Team, also ein Eis-Pokémon, was ich ziemlich cool finde. Also, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe ein kleines bisschen trainiert. Mit einem kleinen bisschen meine ich, dass Eistüte und Elespin beide auf Level 30 gekommen sind. Ja, Eistüte kann Lawine, Eissturm, Spiegelsalbe und Verhöhner. Ist jetzt nicht unbedingt noch, es ist jetzt nicht unbedingt so ein tolles Attackenset, aber für den Anfang reicht mir das erstmal. Und Elespin kann Käferbits, Elektronetz, Elektroball und Voltwechsel. Wobei ich hier speziell auf die Kombination aus Elektronetz und Elektroball mal hinweisen will. Weil mit Elektronetz kann man die Init vom Gegner senken, womit der Elektroball anschließend mehr Schaden macht, weil Elektroball macht ja mehr Schaden, je schneller man selbst im Vergleich zum Gegner ist. Und ja. Ach ja, genau. Ich habe ja hier noch ein bisschen. Ich habe außerdem noch ein bisschen einkaufen. Und habe mir ein bisschen Superschutz gekauft. Ich könnte mir schon Topschutz kaufen, aber Superschutz, das wissen viele nicht, ist preiswerter. Ich habe es mal ausgerechnet, aber beim Superschutz brauchst du pro Schritt quasi weniger Geld als mit Topschutz. Und wie kann eine Staubwolke auf einer Brücke entstehen? Ein Rotumor. So, ich habe jetzt aber keine Lust, gegen einen Rotumor zu kämpfen. Und das ist auch noch schneller als ich. Ja. Unsere Eistüte ist nicht gerade die allerschnellste. Das ist ein Nugget. Nutze es weise. Schließlich kommt es von mir. Daher ist es besser als von meinem Bruder. Ach, hat er die beide schon geholt? Okay. Ich frage mich sowieso, warum sie das erst in Schwarz 2 und Weiß 2 eingeführt haben, dass die einem nachfragen, wenn der Schutz ausläuft. So, was war hier oben nochmal? Ein KP Plus. Wem können wir denn das geben? Wir brauchten viel KP. Eistüte hat zu wenig, komm, kriegt der was. Der kann's brauchen. Hm, Juwel? Nee, es ist wieder ein Pokémon, verdammt. Die Wahrscheinlichkeit darauf, dass es ein Pokémon ist, ist gar nicht so hoch. Immerhin kann man gleich entkommen. So. Haben wir den auch schon besiegt hier? Ja, haben wir. So. Hier sind wir anscheinend überall schon vorbei. Sonst würden die ja alle gegen uns kämpfen. Aber hier waren wir noch nicht. Okay. Dein nächster Gegner werde ich sein. Ein stolzes Mitglied von Team Plasma. Ach, ist es lange her, dass wir gegen Team Plasma gekämpft haben. Zumindest, dass ich gegen Team Plasma gekämpft habe. Was war denn das letzte Mal? Ist schon her. Wirklich.
War das in Strata City? Kann gut sein, oder? Okay, ich gebe dir jedenfalls erstmal einen Eissturm. Aber nein, du gibst mir erstmal einen Konfu-Strahl. Mag ich nicht. I don't like this. Aber ich komme durch. Oh, macht man sogar noch einen Volltreffer. Okay, ich riskiere es jetzt einmal mal und versuche es nochmal. Komm, bitte. Ja, super Eistüte. Du kannst das. Ganoviel, ja, dann möchte ich wechseln. Dann würde ich euch mal gleich mal zeigen, was Elisabeth drauf hat. Und ihr werdet denken, wieso schickst du jetzt ein Elektro-Pokémon gegen ein Boden-Pokémon? Das ist ganz einfach, weil Ganoviel hat den zwei Typ Unlicht. Und Unlicht hat eine ziemlich krasse Käferanfälligkeit. Ein stolzes Mitglied von Flippy Plasma, wie ich soll verloren haben. Was auch immer da stand. Es ging zu schnell. Da haben wir noch ein Item. Was haben wir hier? Ein Dönerstein. Brauchen wir jetzt allerdings nicht. Donnerstein ist sowieso von allen Steinen der Stein, von allen Diersteinen, die am wenigsten benutzt wird. Ach, hier ist das. Ein Gesteinjuwel. Ich hätte zwar lieber ein Flugjuwel, aber okay. Nehme ich auch. Was wir von Ziplasma erreichen wollen, geht dich im Grunde gar nichts an. Tja. Dann kämpf mal. Leopada. Dann machen wir erstmal eine Lawine. Okay, der gibt mir sowieso erstmal den Mogelhieb. Also dann, okay, der greift an, das ist gut. Dann macht die Lawine jetzt den doppelten Schaden. Unsere Eistüte hat übrigens ein Wesen, das seinen physischen Angriff verstärkt. Ist jetzt nicht unbedingt das Beste für die Eistüte, aber es ist okay. Der lernt genug physische Attacken und Lawine ist sowieso eine der meiner Meinung nach nützlichsten physischen Eisattacken. Hat halt eine Minus-Prio, aber mein Gott. Wenn es darum geht, mein Pokémon zu trainieren, schiebe ich auch nicht vor Ort in die Elektrolythöhle zurück, obwohl hier alles unter Strom steht. Trainer aber im Rotumur. Das darf auch die Eistüte machen. Bis der Level Up kommt. Ach, der verschaufelt sich jetzt. Hoffen wir mal, dass wir das überleben, weil Rotumur hat einen ziemlich bösen Angriffswert. Okay. Wen schickt man denn da rein? Bennington? Nee. Elispin ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Das darf Nick mal machen. Mit einem Siedewasser, aber der verschaufelt sich schon wieder. So einen verdammt bösen Angriffswert. Aber vor allem Staloboa. Und Rotomas Weiterentwicklung. Seebritz. Das ist was für Renekton. Renekton ist sowieso jetzt unser einziges Weibchen im Team. Hier erstmal verfolgen, warum auch immer. Ich hatte nicht vor, auszuwechseln. Du kriegst erstmal zwei Dampfwalzen ab. Renekton kriegt eine Hochmobilität. Und ein Level Up.
Rennington muss sich unbedingt nochmal entwickeln, der ist sonst ein bisschen zu schwach auf der Brust. Und ich brauche, glaube ich, mal einen Beleber. Da müsste ich doch welche haben. Ich habe noch welche gekauft. Ja, zumindest 5 Stück. Und da haben wir noch Tafelwasser. Da habe ich ja auch ein bisschen was nachgekauft. Auch wenn es das heilige Tafelwasser von Guido ist. So. Hier ist Blendpuder. Liegt hier noch irgendwas rum? Okay. Ein Paraheiler. Auch gut, hab beim Training auch einen verbraucht. So, was hast du denn? Wenn mich jemand herausfordert, dann bin ich bereit. Selbst in einem stark elektrisch geladenen Ort wie hier. Ich bin schließlich ein Ass-Trainer. Immer dieser Ass-Trainer. Angelique. Sie hat einen Molly Morba. Schnüffler. Hat sie mir mein ewiges Eis erschnüffelt. Okay. Wenn er mir schon meinen Spezialangriff jetzt stark erhöht. Oh. Die Verwirrung sowieso nur eine Runde anhält. Kann man jetzt gleich speziell angreifen. So. Noch einmal. Natürlich, weil er mir ja jetzt mit der Itemsperre das ewige Eis weggehauen hat. Ich glaube, ich hätte ihn doch mal besser verhöhnen sollen. Komm schon, komm durch. Super. Ich bin jetzt direkt versucht drin zu bleiben, weil ich gerade einen plus 4 Spezialangriff habe. So, bitte komm durch und nicht selbst verletzen. Verdammt. Ist wenigstens nicht so schlimm wie bei der Angeberei. Die Selbstverletzung wesentlich härter ausfällt. Dann wechseln wir halt doch aus. Wenn das Hex mich jetzt schon so verlässt. Mit einer Doppelschwäche hat Elespin das Ganze hier ja wesentlich einfacher. Ein Dressela. Ja, das kann Elespin auch machen. Nämlich mit seinem Käferbiss. Ach. Sag mal, spielst du nur mit Verwirrung oder was? Es geht mir langsam auf die Eier. Mit eurer blöden Verwirrung da, Alter. Wow. Okay, so ein Volltreffer hat mich jetzt schon gewundert, dass das so viel abzieht. Ihr nervt mich alle zu Tode. Petri, komm. Überlebt den Megasauger mit mehr als die Hälfte, bitte. Danke. Und hau ihm um. Ja, na super, der ist doch gar noch schneller. Puh. Das hat ja so noch fast gereicht. Machen wir das halt mit Walter. Und wehe, jetzt kommt wieder ein Taumeltanz.
Stirb, du Drecksvieh. So. Sowas habe ich natürlich auch eingekauft. Beste. Hier haben wir noch einen Hypertrank. Und ein Sternenstück. Lässt sich gut verkaufen. Da ist der Schutz schon wieder alle. Schon steht jetzt nicht mehr ganz oben. So viele neuen Items, die wir jetzt gefunden haben. So. Ein Sonderbonbon. Sehr schön. Renekton hat seinen Level up, okay. Hier unten sind wir dann, denke ich, mal fertig. Ich habe immer noch Eistüte vorne, okay. Dann zeig mir mal, was ein Trainer drauf hat, der die armen Pokémon so ausnutzt wie du. Zeig ich dir gleich. Zieh Plasma Rüpel. Ein Ganovil hat er. Eissturm oder Lawine? Ich bin jetzt nicht sicher, wie schnell ein Ganovil ist. Okay, es wäre schneller gewesen, da hätte ich besser mit Lawine angegriffen. Aber gut. Eissturm hat ja auch gereicht. Und da ist Level 31 für die Eistüte und der versucht Säurepanzer zu lernen. Säurepanzer. Bin mir nicht sicher. Ich lasse lieber mal den Verhöhner mit drin. Er scheint mir in den meisten Fällen noch nützlicher. Ein Kuckmarder, das macht Elespin. Also. Erstmal ein Elektronetz. Gar nicht mal so viel angezogen, wie ich gehofft hatte. So, schauen wir mal, ob wir schon doppelt so schnell sind. Anscheinend nicht. Natürlich trifft er mit der Hypnose auch noch. Der Voltwechsel sollte dann auf jeden Fall ausreichen, wenn er wieder aufwacht. Falls er noch rechtzeitig aufwacht. Gar nicht so aussieht. Ach, oh nee, jetzt das auch noch. Hey, leck mich am Arsch, ich geh raus hier. Du nervst. Die haben's halt mit ihrer Verwirrung, ne? Petri, mach du das. Ach Gott, nee. Aber wenigstens hat der mir gerade eine ungerade KP-Anzahl, dann geht das. Nerven die mich heute alle. Da gibt es Level 31 für Elespin. So. Okay, ich gehe nochmal ganz kurz zurück zu dem Doktor da unten. Und da liegt noch ein Item. Das ist hier ein Beleber, auch gut. Den ich ja vorhin einen gebraucht habe.
passt das jetzt ja auch wieder. So, schauen wir nochmal, was da unten ist. Ein Giftjuwel. Wir haben leider keine Giftattacken, also bringt uns das gar nichts. So. Ich gehe jetzt noch hier rauf und dann sage ich mal, das war's mit meiner Folge von Pokémon Weiß. Das nächste Mal seht ihr das Ganze wieder mit Koto. Und ja, viel Spaß, haut rein, bis zum nächsten Mal.